So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von South Park, The Stick of Trust. Wir sind als kleiner Minimensch hier und ihr seht diese ganzen kleinen Eingänge hier, zack. Ja, jetzt können wir also auch in verschiedene hier. Geh durch die Spinnenbein, durch die verschiedenen, oh, ist eine Mausefalle, oder? Weiter! Das erste Mal, dass ich gestorben bin. Soll ich unten lang laufen? Keine Ahnung. Patsch. Ah ja. Ja, war clever, oder? Eine Riesenratte. Ich habe die Ausrüstung gar nicht an, oder? Nee, habe ich nicht. Muss ich gleich mal anziehen. Das nimmt er immer nicht mit, teilweise. Ist doof. Und hier hatten wir... Weiß nicht, ob man was geändert hat. Ja, Butters Hammer hat man noch geändert. Das Ding hat man noch... ausgerüstet gehabt, einmal mit Widerlichkeit, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, so war es gewesen. So, jetzt wird natürlich alles viel einfacher. Okay. Ja, die Unterhosenwichtel sind das halt. Sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. War ja klar. So, dann holen wir uns hier noch ganz kurz alles. Wichtelhelm. Fünf und der, wenn du geschrieben hast, dann nice. Man hört es richtig abgehen. Ja, als kleiner Wichtel. Schon interessant. Angehörig bis zu 100 Rüstung. Schon krass. So, geht's weiter. Über mir ist noch was. Hat man nicht mal wirklich gesehen, ne? Guck mal, der steckt fest. Oh, drei Stück. Na, wieso nicht? Leider brennen sie noch nicht, das ist schade. Wir haben es überlebt, ist ja eklig. Klar.
Ich glaube, man soll die auch gar nicht bekämpfen. Ich denke, der Angriff ist am besten hierfür auch. Die nerven schon leicht rum mit dem Gestöhne, ne? Eine Tür? Ach, eine Steckdose, ja, so ein Schalter. Alles klar. Kämpfen! Fuck me! Fuck me, you fucking cocksucker! Come on, fuck me, I said! That all you got, bitch? Yeah, call me bitch! I just did, you dirty little bitch! Yeah, oh. I'm a real dirty bitch. Wanna see me in the panties? Da wird 12 erreicht, schick. ...1152 Rüstung. Krasser Shit. Eklig. Tja, was soll ich dazu nur sagen? Eine Runde noch. Stirb! Umgenatzt. Yeah, schick. Wie gesagt. Ja. Gut, South Park, ein neuer Tag beginnt. Nummer 3. Und jetzt haben wir die Macht mit dem kleinen Säckchen an uns. Da seht ihr das kleine Säckchen. Da, das da, das da, das da unten. Hey Kid, since a lot of our best guys are dead by your hand, can you help us collect underpants? We just need a few more to hit our quota. Voll zu groß war's. Bünde zu schmieden. Eine neue Aufwertung auf jeden Fall verfügbar. Eine Wichtelhacke gibt's auch noch.
Durchdringung 20 fand ich eine perfekte angriffsschwächte Schilde. Ja. Ja, auch nicht schlecht, der Schaden. Endlich steckt ihr die Feinde in Brand. Das war darauf ich gewartet. Kehre zum und ich hab die doch schon. Ja, alle Unterhosen abgegeben, die ich hatte. Was steht da? Alle Krieger von Saron und Langdon werden zu einer Notfallversammlung gerufen. Ihr hättet euch sofort im Elfenwald. Tja, wann das wohl war. So, mit Effa hier, mit... Lol. Hihihi. Cool, nice. Das freut mich, das freut mich. Schon wieder eine neue Nachricht von Kyle. Ach, das war das gewesen. Liefere die Unterhosen. Ja, die ganzen Dinger kommen jetzt halt nach. Das dauert ein Weilchen. Dann speichern wir doch gleich mal ein Stück. Hey, there's an emergency meeting at the Elven Forest. Ist mir egal. Achso, der gehört zu uns. Ja, klar. Dann gehen wir zum Elfenwald. Aber hier hinten müsste irgendwo ein Löchelchen sein in dem Dings, oder? Ein Loch in der Wand. Oder so. Klar, kein Ding. Einen neuen Freund, check. Bradley. 50 Freunde. Können wir damit Dinger hochklettern? Ja, können wir, aber dauert. Und wo war doch ein Loch gewesen? Das gibt's ja nicht. Naja. Dann gehen wir erstmal in die Notfallversammlung. Oder zur Notfallversammlung. Kühlschrank, hier ist immer noch alles voll. Ah, Commander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and elves of Zaron, a great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over 4 stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is... You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our 2 factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves! You got a better idea, wizard fat ass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods? You think we'll ever trust you? Yeah, you tell a butter. That was Jimmy's fault and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, butters? Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zaron is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. The girls? Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends, I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. Alle nehmen brav ihren Stuhl mit. Ich habe Kai freigeschaltet. Schön. Und Cartman wieder und wahrscheinlich auch wieder Butters. Achso, freigeschaltet, klar. Butters habe ich jetzt wahrscheinlich wieder. Du bist ein verdammter Verräter, sagt. Das mag kein Bündnis sein, aber es ist ein sehr zerbrechliches Bündnis. So, damit habe ich jeden, den ich irgendwie nicht auswählen kann. Alles klar. Triff dich mit Kiele. Sprich mit Annie. Ich habe ja trotzdem erstmal Bock, die anderen Missionen zu machen, aber ich komme da nicht hin, oder? Schweinebärmann. Rekrutiere die Mädchen. Okay, also muss ich erstmal dahinter. Dann kann ich auch gleich mal die Kanalisation runter.
Dahin. Timmy! I love my wolf security system. I refuse to be the victim of a white sure. Or a white serial. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier runter. Gucken, was hier sonst noch so war. Muss ja auch noch irgendwas sein. Was war übrigens noch für eine Mission? Erreiche einen idealen Punkt unter South Park, um den Defibrillator zu benutzen. Wer mal sehen, würde ich sagen, ne? Aber erstmal mal ganz unsere kleine Pause wieder und sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von South Park. Bis dann, ciao!